Hallo und herzlich willkommen zurück in Scarabre. Anscheinend in der Unterstadt. Sieht so aus, wie wenn es in der Unterstadt wäre. Sag mal, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich genau? Oh. You fools! You let them scatter! Now we shall have to drag them out again! The people must see what a danger these outcasts are! Find them! Find them! Ja. Ja. Ich habe, glaube ich, gesagt in meiner Ankündigung, dass das ganze Spiel ja... We're the danger? Who set fire to the guild? I. And who keeps hanging innocent folk? Das stimmt. Ich habe gesagt, dass es humorvoll ist, das Spiel, aber es ist auch sehr düster, merke ich. More paladins. Can't let them spot us. Edge left and stick to the shadows. The Adventurers Guild is just around the corner. What? All right. Though after what they did... Wie, sollen wir noch schleichen hier? Geht das überhaupt? Das links soll mir bleiben, ne? Wir gehen mal hier rein. Hier so, so durch, ne? So hier durch. Moment. Passt auf diese Gegner auf. Sie werden euch ganz schnell fertig machen. Danke. Also haltet euch besser fern. Schaut ihr euch eine Gegnergruppe aus der Ferne an, könnt ihr feststellen, wie stark sie im Vergleich zu uns ist. Das ist schon mal schön. Obwohl es natürlich... Ich mag das nicht, wenn da irgendwas über den Köpfen ist. Das müsste man irgendwie anders erkennen. An Rüstungsteilen oder sowas. Das wäre... Das wäre schön. Okay. So, also was ist grün und je roter das wird, desto schwerer ist es. Was heißt das jetzt für uns? So. Kann ich mich eigentlich ducken? Nee. Was machen Death wir? Awaits us if we take this fight. But I am ready. What? Schrei doch nicht so. Du bist... Hallo? Der ist total im... Jetzt mal ganz ehrlich. Da schreit er hier rum. Wie ein Gestörter. Also, manchmal denke ich, ne, die wollen uns hier verkackeiern. Was haben wir hier? Ein Stab. Braucht irgendjemand einen Stab von euch? Glaube ich ja nicht. Ne? Braucht irgendjemand einen Stab von euch? Nee. Ist doch dasselbe wie hier? Nee. Aber das könntest du nehmen hier, ne? Aber das ist doch Quatsch, oder? Was ist da noch passiv? Die Verwendung von Kopfnuss kostet minus 1 weniger. Die Verwendung von Kopfnuss? Haben wir eine Kopf... Moment mal. Haben wir eine Kopfnuss? M? Bestimmt bei Angriff ist das, oder? Kopfnuss. Wenn überhaupt. Knüppel. Ach, hier. Gewährt die Meisterschaft Kopfnuss. Ne, die haben wir noch nicht. Dann lassen wir es mal so, wie es ist. Und ihr müsst mich dran erinnern, es gibt eine Kopfnuss. So, warte, wir müssen hier weiter. What is that? One eye, one leg, one arm. Is it a Fashan? I've sung songs about them, but I never thought I'd see one. All the monsters of legend. Ja schon, aber wir müssen noch dort vorbei. Nehmt euch in Acht. Abenteurer sind nicht eure Freunde. Nur der Tempel hat die Autorität, Ausgeburten zu jagen und Übeltäter zu verhaften. Selbstjustiz wird nicht toleriert. Meldet jede nicht genehmigte Jagd sofort dem Tempel. Oha. Kann man die Fackel mitnehmen? Hey, hier sieht schon sehr runtergekommen aus. Ne? So, wir schauen mal hier um die Ecke. Wir schauen erst mal hier rein. Vielleicht kommen wir hier rein. Ah!
So, wenn er wieder zurückgeht, dann gehen wir erstmal links rein. Und da drin sind wir doch bestimmt ein bisschen sicher. Kann ich mir vorstellen. So, ganz ruhig. Ganz ruhig. Was, der tut sich einfach umdrehen? Jetzt sind wir hier vergackert. Moment, war da hier irgendwas? Nee, das hier nur. You are brave to set your sights on such formidable foes. Du sollst nicht so rumschreien. Pass auf. Wir gehen jetzt einfach mit dem mit. So schnell wie möglich. So. One is never as alive as when they risk death, eh? Warte mal, war hier noch irgendwas? Nee, Puh. So, dann sind wir auch an dem vorbei. Der ziemlich gefährlich hat das gesehen, sag ich euch. Ist doch schön gemacht, oder? Manche haben gesagt, die Grafik ist schlecht. Ja, die ist jetzt nicht herausragend, aber von der Atmosphäre her finde ich so passend. Ist in Ordnung. Mal schauen, wie das Gameplay wird. Ne? Die Kämpfe fand ich eigentlich ganz gut gelungen. Was ist denn das für eine Hirsch? Statue? Also hier hinten ist ja nichts, ne? Oder? Das wollen wir nochmal schauen? Nee, ne? Schon alles nach, aber eigentlich klimmt hier alles. Ach, ist das hier nicht von der anderen Seite? Warte mal kurz. Das ist doch, wo wir nicht durchkommen sind, ne? Also, meines Erachtens. Ja, genau. Perfekt. War ja klar. Das ist so geht. So, was ist denn hier los? Was sind das? Halt, bevor wir irgendwas machen, nehmen wir hier... Können wir eigentlich wieder irgendwas herstellen? Nee, jetzt noch nicht. Ne? Machen wir dann mal. Können wir vielleicht wieder was herstellen? Moment. Wer bist du? Grüße. Stay in the camp. Heißt das, das Lager ist hier? Oh, hier könnten wir wieder speichern. Hier gibt es aber trotzdem einiges an Speicherpunkten. Hätte ich gar nicht speichern einstellen brauchen, oder? Hm. Okay. So, wir bleiben im Lager. Aber schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Weiß ja manchmal nie. Und vor allen Dingen sprechen wir mal mit... Und was hast du zu sagen? What do you want? Wer bist denn du? Forgive me, my bile. It is not you who have stirred it, but these cursed clods who broke my best lute and battered me with their oafish fists. If you need an instrument, I have a few I am willing to sell. I am trying to raise enough coin to return to the Everwood. The venture has not so far been a success. Echt, du hast eine Laute oder was hast du? Das wäre nicht schlecht, also wenn du irgendwie ein Instrument für uns hättest. Aber erstmal, was sind denn das überhaupt für Trottel? A mob, fevered by the Fatherites. They accused me of trying to lure some badish boy into the shadows, then set upon me with fist and boot. Had not a fellow adventurer been passing, I've no doubt I would have hung from their tree. Fortunately, a dwarf named Dalgleish saw my peril and dragged me to safety, taking many blows himself. I am in his debt. Tja, nur die Fremden selbst helfen sich untereinander. Was hast du denn zu verkaufen? Not the finest instruments you'll ever find. Just a few I've acquired over the years. Please. Moment, wir haben ja sogar ein bisschen was drin, ne? Ja, ist jetzt die Frage, was kostet eigentlich das? Was, echt drei? Das ist absolut, diese super Rüstung hier. Diese ramponierte super Rüstung. Ja, nee, dann nicht. Aber den... Nee. Man weiß ja nicht, wen wir noch in die Gruppe bekommen, ne? Ich glaube, wir sind dann zu dritt oder viert oder so. Keine Ahnung. Ne, die Brühe brauchen wir... Was hast du denn anzubieten hier?
Eine Hirtenflöte? Nee, wir wollen eine Laute. Eine 88er Laute. Was können wir denn damit machen? Ein Instrument voller Eleganz und Schönheit, das eine sanfte Berührung und eine sichere Hand erfordert. Trunkenheit 3, Wählerns Wacht verringern, Stärke zusätzlich und Intelligenz um 50. Das finde ich super. Das nehmen wir. Nee, was? Konstitution plus 1? Nee, plus 3. Ich will alles. So, lass. Gib mir's. Wie geht es eigentlich? Ich kann nicht. Was? Ich kann mir das nicht leisten. Ach so, ich habe ja nur 18. Ah, das ist ja schade. Wir verkaufen alles an Schnaps hier. Ja. Und wenn wir jetzt... Ich weiß ja. Wenn wir jetzt 8 Stück davon verkaufen, könnten wir uns, da könnten wir uns das Ding leisten. Wisst ihr das? Das ist jetzt natürlich... Was ist das hier? Constitution. Constitution. Er ist auch schön bestimmt, wenn man ein bisschen Zauberpunkte zurückerhält, ne? Ich will aber auch nicht alles verkaufen. Aufteilen, ne? Nimm mal zum Beispiel hier 8. Wie geht das hier? Du hast 24. Was 24? Ach so, nee. Was 7? Nee. Weg damit. Nee. Nicht so. Ja, dann eben nicht. Sei es drum. Das alles würde... Nee, du. Was ist eigentlich das? Ja? Na? Es wäre schon nicht schlecht, hier so eine Harfe. Aber okay. Wir haben nun mal nicht das Geld. May you have better fortune than your fair friend Mary. Also, merkt euch mal diesen Händler, der ist Gold wert. Do not fear me, friends. I beg you. Nee, wir fürchten euch. Auf keinen Fall. Yes, I am a Fatherite, so. But I no longer take orders from Bishop Henrod or any of his compatriots. It is they who are not Fatherites, for they have abandoned the Sword Father's tenets. Thus, I have broken with them and come here to this refuge to do what a priest must always do. Help the helpless and teach those who wish to learn. Das ist schön. Der hilft den Hilflosen. Erzähl uns mal mehr vom Schwertvater. The Swordfather was a man once, a king of Lestris who valiantly drove out foreign invaders and sacrificed himself for the security of his people. Such was his honor and goodness that he became a god upon his death, and his daughter, known as the Blessed Lady, an all-merciful goddess. Together, they watch over mankind, the father inspiring them in times of trouble, the Blessed Lady comforting them when the storm has passed. Ja, aber die Vaterreden, die... Ja, du hast schon recht, ne? Die sind einfach nicht mehr das, was sie mal waren. Und dieser Bischof Henrod? He did not seem so terrible when first he arrived. Ambitious, yes, but still compassionate and with a keen intellect that was never satisfied. Then slowly his mind became less flexible, his fears more consuming and his compassion reserved only for his own kind.
Where once the temples helped all, Henrad ordered that only the faithful be fed and all others be turned away. It only got worse from there, as you know, and I now fear he has lost his sanity entirely. Gib jemanden die Macht, und er wird sie missbrauchen. Und ihr habt mit dem Tempel gebrochen. I was reprimanded for aiding a dwarf. And when I defended myself, Henrad demanded I give up my ministry. I left without looking back. But I haven't left the true church. Only Henrad's church, which is not and shall never be mine. Ja, dann seid ihr ein Ketzer. Und wie helft ihr hier jetzt? Well, I do what I can. Healing. Heilen? Comforting. Uh-huh. Feeding. Uh-huh. Advising. Uh-huh. If you are sick or wounded, I will be happy to help you. Sind wir verwundet? Ich weiß gar nicht. Einer von uns will die heiligen Künste erlernen. Können uns weiterhelfen? If you seek to channel the power of your God for good works, yes, I can show you. First, however, I would ask a favor. Mm-hmm. Some of Henrad's so-called paladins have looted sacred relics and are wearing them as medals, it seems. As if covering one's self in holy artifacts made one more holy. Preposterous. I know Paladin Captain Beckwith, who patrols the road near Fetter Cairn, wears one. If you could get it from him, so I may return it to its proper place, I would believe that you have the fortitude and commitment to learn what I have to teach. Ich weiß gar nicht, ob ich das lernen will. Brauche ich einen anderen Charakter irgendwie dazu, ne? Den wir hoffentlich noch finden, aber so haben wir schon mal eine Aufgabe. Den sollen wir hoffentlich nicht umbringen, den Paladin-Hauptmann, oder? Ich sag mal, ich hoffe mal nicht. Könnt ihr uns heilen? Let me see what heals you. Wir sind schon kalt übrigens. Aber okay, danke, dass du uns heilen kannst. Bless you, friends. Bless auch you. Praktisch segne dich. Gott, oh Gott. Wie sieht's hier aus, ne? Stay still. You must rest. Ich habe großen Respekt davor vor solchen, die sich, ne, die hier dieses Zeichen sieht man doch überall, ne? Ist es jetzt das Zeichen der Vaterritten? Ich weiß gar nicht mehr. Was ist denn das? Ein Reisender, den ich letzte Nacht getroffen habe, hat mir bestätigt, dass nicht nur Scarpre von diesem Schrecken geplagt wird. Monstern, monströse Vorkommnisse versetzen die Bevölkerung von Fetter Cairn, Kamnak und andere Städte in Angst. Und genau wie hier beschuldigen auch dort die Paladine sofort die Abenteurer und die alten Völker. Wieso wollen sie das nicht sehen? Wissen sie denn nicht, dass es stets die Abenteurer und die alten Völker waren, die die Leute beschützten, wenn sie solche Strecken erhoben? Welche Gründe sie auch haben mögen, sie scheinen die wahren Monster zu ignorieren und greifen die Leute an, die am besten dafür geeignet sind, sich um die Monster zu kümmern. Das ist tatsächlich sehr rätselhaft. Alles klar, Jungs. Mal ein bisschen wärmen hier. Wird langsam kalt. Okay, dann schauen wir hier rüber. Oh, spiegelt sich ja sogar hier drin. Ein bisschen verrückt, aber es spiegelt sich. Hallo? Alles gut? Hi. Hi. Schön, euch in Sicherheit zu sehen. Cabbage? Carrots? Potatoes? Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht. Braucht ihr was? Cabbage, Carrots and Potatoes. Ach so, ja, ist klar. Na ja, dann erstmal alles Gute, ne? Habe ich das? Kohl, Karotten und Kartoffeln? Nein. Moment mal, ich will nur mal schauen. Vielleicht willst du das. Kartoffeln, Gewürzkraut habe ich. Bisschen verdorbene Nahrung?
Was dieser Gegenstand kann fürs Handwerk verwendet werden. Okay. Wir haben Zucker, Hexenwurz, wir haben Möhren. Aber ansonsten haben wir gar nichts, was du willst. Wenn du es überhaupt willst. Ne? Weil wir schauen mal in die Handwerkskunst nochmal ganz kurz rein. Es wäre natürlich schön, wenn das, was ginge... Ach, das ist auch sinnerlich. Ne? Beispielsweise so ein Machtgebräu. Das nehmen wir. Natürlich nehmen wir das. Okay, ich glaube, damit hätten wir alles, weil wir uns fehlt jetzt Wasser. Halt, hier haben wir noch was. Holzkohle können wir herstellen. Aus Holz. Hm. Wissen wir noch nicht. Wenn wir es brauchen, machen wir es. Aber wir brauchen momentan eigentlich eher Wasser. Und keine Holzkohle. Könnte ich mir hier eine Suppe nehmen? Welcome, friend. Willkommen. I'm Resa, and this is Palafax. How can we help you? Der hier neben dir steht, ist Palafax. Ist es dein Mann? Ja. Können wir euch irgendwelche Hilfe anbieten? New folks arriving here every day, driven out of their homes by monsters or paladins or what have you, and they all need to eat and sleep. Oh, haven't much, but we share what we have. If you need food, it's there. A place to lie down, the houses across the way are safe, and if you're wounded, get in that line there. We'll see to you as soon as we can. Also hier ist die Anlaufstelle für alles, ne? Wenn wir Hunger haben, essen, schlafen oder uns heilen lassen wollen. Jo, wer ist eigentlich Palafax? Ah, my bold, brave husband. Always manages to find trouble where no one else can. Good thing for a guard, I suppose. Not so easy on his wife, though. Well, at least we're in trouble together this time. Das ist immer schön, wenn man zusammen was durchstehen kann. Und wenn man sich nicht streitet, ne? Und ihr seid hier auch, um zu helfen, ne? It was all chaos here when the attack started, so somebody had to organize. Me and Palafax here, my husband, we started finding blankets and food for the rest and keeping watch as best we could. Not doing too bad so far, but there's more folk coming in every day. It'll get worse before it gets better. Hm. Ja, das ist halt bei so Flüchtlingen, ne? Wenn der Krieg oder Gewalt durchschlägt. Help out if you can. We need it. Ist halt das Schlimme. Hallo? Poor folk. More every day. Where are we gonna fit them all? Nur der sieht gut gerüstet aus. If you need food and healing, see my wife here, Resa. If you need a blade or some leather on your back, see me. And if you're fit enough, we could use some help holding back the darkness, as the city watch ain't likely to help us down here. Ja, wir könnten euch helfen, das ist richtig. Es klingt aber alles etwas verbittert, was ihr so über die Stadtwache sagt. And why shouldn't I be? Was with them for 30 years until this Henred becomes bishop of the Fatherites. Then all of a sudden being Einar is a sin, fired for worshipping the wrong gods, took my house and tried to burn poor Resa as a witch. Spent half my life arresting the rats that lived in Skara Bray below, and now I'm down here helping them. Oh, it's a funny old world, eh? Aber das nächste Mal nicht auf meine Schuhe spucken, ne? Ich weiß, bist ein bisschen emotional, aber na, verbitte ich mir. Ja gut, wie kann man denn das Dunkel zurückhalten? I've got some likely lads patrolling the camp. But what we really need is some hardy souls to go into the dark and clear some streets. Things seem to be breeding in there. Horrible things. Ja, wir haben schon so ein zweibeiniges Monster gesehen. Ja, zweibeinig, das ist super. Ja, der ganze Mensch ist ja ein zweibeiniges Monster. Aber okay, und Resa ist deine Frau, richtig? Resa's my wife. Ach so. Met her at her father's tavern. Oh, so wouldn't look at me at first. But then, well, I guess she got used to me. I won't find a kinder person in all of Caith. I don't know how I got so lucky. Na, sei froh. Sei einfach froh. Was ist denn zu verkaufen? Have a look. Ja. Wow. Ja, es ist zwar schön, aber... Ach, und du? Können wir dir das... Nee. Kostet
kostet als gleich, ne? Thanks for looking. Ja, habe ich gemacht, aber ist mir alles zu teuer. Achso, wir wollen ja noch die Suppe hier. Entschuldigung. Danke für die Suppe. Wir haben uns schon selber hier gekocht, aber wir nehmen alles, was wir kriegen können. Denn ich glaube, es wird ein harter Kampf. Vielleicht noch. Obwohl, wenn ich mir das jetzt so anschaue, könnten wir eigentlich nochmal zurück und speichern. Und dann weiter. Here we are. I told Orlo not to let anybody in who didn't give him the Wildland whistle. Moment. Wir haben unsere ersten Lieder der Erkundung gelernt. Die Lieder können auf verschiedene Weise der Welt verändern. Ruft zunächst den Grubenmeister und lasst euch Fähigkeiten Weltwildlandpfiff, um das Lied zu spielen. Give it a try. Wildlandpfiff? Über die Erkundungsfähigkeiten. What? Zugriff auf Erkundungsfähigkeiten für die Grubensteuerung. Moment, oder was doch hier drüben? Nee, ne? Ach, wahrscheinlich das hier. Wartet halt. Halt, ich gehe gleich wieder rüber. Das hier, ne? Aha. That's the tune! Welcome, friend. Hello, Robbie. Glad to see you in one piece. 1 minute. I gotta make a little speech. And this time, I hope we won't be interrupted. All friends, lend me your ears a moment. Well, friends, seems the Fatherites have decided to wipe us adventurers out once and for all. Not sure if they really think we're behind all the murder and mayhem that's been plaguing Scarabray, or if they just want a scapegoat. But either way, if we ever want to live in peace again, we have to prove to those bastard sword priests that we're not the enemy. And the best way to do that is to bring them the enemy. Now, I'm sending messengers to the elves and dwarves to petition their help in this. That help, however, may be long in coming. So we need a few brave souls here and now, willing to hunt down whoever's behind this terror and deliver them to the priests. Not just to save Scarabray, not just to save the Adventurers Guild, but to save the lives of all the elves, dwarves, drow, adventurers, outcasts, and practitioners of magic in Caith. So, any volunteers? Well, you know where I'll be when you make up your mind. Rabbi? Ich will nichts sagen, aber haben die dir überhaupt zugehört? Ach, hier haben wir auch eine... Ja, na gut, draußen. Hier haben wir auch einen Speicherpunkt. Einen Speicherpunkt ohne Ende. Sprechen wir noch mit Rabbi wenigstens. Ah, I knew you'd come forward, Hero. Now, listen. Ja, ich bin ja hier der Einzige, der überhaupt zugehört hat. Seems the raid on the Adventurers Guild was just one attack among many today. There's atrocities happening all over Scarabray. And Dalgleish, Ringneck, and the Green Lady, who you met during the fighting, have gone to look into some of them. I promised I'd send help if I could find any. Would you look for them and give them a hand? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, aber das ist so... Wir sind jetzt hier unter Scarabray? This is the old town. The original Scarabray. When the mad god Tarjan attacked it with fire and storm a century and a half ago, the earth shook so the muddy hills around the town flowed down and buried it to the gables. Ever since, the poor and outcast and outlaw have been digging it out again, little by little, making a home in the dark. Und ihr hattet doch so einen Traum, in dem ich der Held bin und ihr hilflos und... Was? Und ihr hilflos und verloren? Nee, was haben denn die Faderiden gegen uns?
The Fatherites claim that elves, dwarves, drow, and those who practice magic or follow the old ways are enemies of their faith. But until all this magical mayhem started, the most they would do was preach against us. Now, now it seems they want to wipe us out, as if that would make them safe. Hmm. It isn't us behind this terror. Hm. Hm. Und Wendehals? Ha! Ringneck's a collector, I'll call him. Likes shiny things. He was looking into a kidnapping in Wellbottom, the Trow camp here in Scarabray below. I'd look for him first, as Wellbottom's nearby. Then he can help you find the others. Okay. Also ich fange mit diesem Wendehals an. Okay. Ist in Ordnung. Mach ich. Und diese Dalgish? Dalgish is a dwarf smith. Douglas. And a long-time protector of Scarabray. Someone's been attacking his clients, and he fears it's because he's investigating these terrors. He was off just before the raid to lie in wait for the devils at a client's stall in Scarabray above. Mhm. Ja gut. Und dann noch diese Geschichte mit der grünen Zauberin? She's an elf who dedicated herself to caring for the poorest in Scarabray. She'd heard some rumors of elves luring children away from their families, like in the old tales. She went above ground to learn the truth of it. Hm. Das wird eine illustre Gruppe. Das ist wahrscheinlich dann meine Gruppe, richtig? Richtig, ne? Ja. Hm. Das finde ich irgendwie komisch. Ja, deswegen sage ich mal, ich werde helfen. If you need some kit, peek in those crates. Won't do to go around defenseless in days like these. Okay, wir sind Level aufgestiegen. Jedes Mal, wenn uns aufsteigen, können wir allerhand machen, stärker werden. Jo. Genau. So, wir müssen aber erstmal in die Kiste hier schauen. Nützt ja nichts. Und da drin haben wir Heiltränke. Eine Kapuze. Eine mobile Barrikade kann man dann wahrscheinlich verwenden. Ja, die Frage ist... Ach, beschwören kann man die. Ja, aber... Die Frage ist einfach... Achso, ja. Wie können wir die dann im Kampf verwenden? Hm. Was haben wir hier noch? Distelsamen, okay. Meine Tolle. Hier haben wir einen Huden, Lederhelm und noch ein bisschen so Zaubergetränk. Da hätten wir wieder Zaubergetränk, ne? Muss man natürlich bedenken, ne? Größe? Ja, schön hier ein bisschen, ne? Könnte ein bisschen mehr Stimmung sein. Ist halt ein bisschen gedrückt, oder? Denke ich das nur. So, wir müssen jetzt noch aufsteigen und dann hören wir auf für heute. Im Gebäck können wir wahrscheinlich nicht aufsteigen, denn hier... Hier können wir aufsteigen, ne? So. Mein Freund, jetzt bist du ganz allein. Hast es nun geschafft. Dann ist es mir doch gut als Bade, wenn der andere uns nicht mehr begleitet. Der war ja eh zu übermächtig. Wartet mal, wir bräuchten, haben wir gesagt, eine Kopfnuss. Jawohl. Die geben wir dir, die Kopfnuss, und dann geben wir dir den anderen Schläger... Wo ist schlechter Ruf? Ja, ja. Und dann geben wir dir den nächsten Dings, ne? Und zurzeit geht gar nichts mehr. Und hier, das geht automatisch wahrscheinlich, ne? Könnte ich mir vorstellen. So, pass auf, du bekommst jetzt, mein Freund... Hier. Bitteschön. In die Nebenhand kannst du es ja nicht rein, oder? Nee. Ist eigentlich schade, aber kannst du das in die Nebenhand? Kannst du das hier hin? Kannst du es hier hin? Kannst du es hier unten hin? Hm. Ich frage mich wirklich. Warte mal, was machst du jetzt? Hm, nee, das... Das geht nicht. Ich kann das nirgends hinlegen.
Oder wartet mal, doch. Ich kann das hier hinlegen. Ach so. Mhm. Und was habe ich hier? Erhalte Zauberpunkte zurück, indem ihr einen magischen Krampf aus eurem Gepäck nehmt. Ah, das ist aber auch gut. Nee, lass mal da. Vielleicht kann man das jemand anderen geben. Das kann man nicht irgendwie vielleicht hier noch... Na, hier kommt der Helm hin. Ne? Ja. Mhm. Wir haben ja aber keinen Helm, der dir passt, ne? Ich verstehe. Na, vielleicht wird das ja noch was. Wir lassen es mal, wie es ist. Wir lassen es mal, wie es ist. Und ich sag für heute... Ciao. 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 Das nächste Mal hören wir uns mal ein bisschen hier um.